Abe, Abe, komm und rette uns, fest in Glackens Hand, heile unser Land. Soul Storm Bravery zerstörte unseren Geist, wenn du uns siehst, bitte rette uns. Abe, Abe, komm und rette uns, fest in Glackens Hand, heile unser Land. Und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Apes Exodus. Oddworld, meine Freunde. Oddworld, wir sind in den Boneworks letztes Mal angekommen in der letzten Episode und werden uns jetzt nun in Flügel 1 begeben. Flügel 1 des Boneworks. Retten wir unsere Freunde, vernichten wir Boneworks. Das ist unser Auftrag hier. Deprimiert, Punkt, 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 Fragezeichen. Dann arbeite härter. Das könnte wahrscheinlich gegen depressives Verhalten wahrscheinlich sehr gut helfen. Ich bezweifle. Okay, hier kann ich die nicht töten. Wofür? Ach so, ah, ich sehe schon. Ich brauche Blitze auf beiden Seiten. Das heißt, ich muss den erstmal da runterholen. Erstmal schön einen runterholen. Hey, you. Mitkommen. Okay. Lauf! Oh mein Gott. Perfekt. So. Du bleibst jetzt hier stehen. Nein! Du bist so ein Dummkopf. Der müsste... Normalerweise bleiben die automatisch an den Hebeln stehen. Aber okay, der hatte keinen Bock. Der dachte sich, ne, heute wird nicht gearbeitet, Bruder. Ich habe den ganzen Tag schon hier rumgespielt. Guck mal, jetzt bleibt er... Ne, jetzt bleibt er doch nicht stehen. Okay. Warte, du musst... Du musst... Okay. So. Okay. So. Und jetzt? An die Arbeit. Perfekt. Beide erwischt. Und jetzt kann ich ihn einfach retten, oder? Ja, ich kann einfach mal retten. Einfach mal lauf, mein Freund. Moment, ich muss... Scrapkekse. Ich muss es wieder ausmachen erst, ne? Jo, an die Arbeit. Hä, wie mach ich das denn? Hab ich das jetzt schon verkackt? Weil normalerweise müsste ich das jetzt ausmachen. Ich hab's schon verkackt. Ich müsste es ausmachen. Ah, Mann. Ja, ich muss mich töten. Ich hab's schon verkackt. Weil ich komme jetzt nicht mehr weiter. Ich müsste eigentlich da oben erst an dem Hebel ziehen müssen. Ja. Ich hätte erst hochgehen müssen, mich vorbeischleichen sollen, weil ich hab's jetzt nicht mehr ausbekommen, den Scheiß. So, warte. Okay. Nee, 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 nee. Ja, komm, dann mitkommen halt. Okay. Warte. Okay. So, und dann muss ich mich da jetzt erstmal rüberschleichen. Knochen in der Unterhose hinaus zu schmuggeln. Ja, das kennen wir schon aus der letzten Episode. Habe ich das, glaube ich, schon vorgelesen? Oder war das schon in der Episode? Ich weiß gar nicht mehr. So vergesslich bin ich. So, Quick Save, meine Freunde. Schön aufpassen, was du machst. Hier können wir das Tor öffnen. Das war sehr intelligent, weil jetzt tötet er uns. Ich habe nicht gedacht, dass ich, wenn ich den Hebel betätige, dass direkt der Alarm ausgelöst wird. Diese Bastarde. Ich wollte eigentlich nur in mein Secret. Und das Secret ist... irgendwo hier. Wahrscheinlich muss ich irgendwo hochhüpfen, oder? Jetzt verschwindet Maus im Bild. Ich weiß nicht genau, wo das Secret hier ist. Ja, hier ist es. Da war eine Tür dahinter einfach. Eiskalt eine Tür. So, hier aufpassen. Bleh, würde jetzt der Slick sagen. Keine Bewegung. Oh mein Gott, shit. Ich... oh, genau. Spawn mich genau da, wo ich direkt sterben werde. Das ist sehr nett. So, dann weiß ich Bescheid. Direkt gehen. Direkt Hebel ziehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. LOL. Wahrscheinlich taucht jetzt da oben auf. Ja. Oh mein Gott. LOL.
Ich komme nicht klar! Okay, das muss richtig schnell gehen. Das muss richtig schnell gehen. Hier, zack. Hier schnell. Nein, ich bin so dumm. Hier kann ich safen. Hier kann ich safen. Hier kann ich safen. Ja, er tötet den. Das ist doch dumm. Aber da unten ist auf jeden Fall ein Safe Spot. Da unten ist auf jeden Fall ein Safe Spot, wo ich gerade gesaved habe. Ja, hier ist safe. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ach komm, bitte. Als ob er mich gehört hat. Jo. Oh mein Gott. Ja, genau. Was für ein Abfuck, ey. Wie gemein das ist. Ah. Oh. So, jetzt habe ich es geschafft. Alle haben überlebt, oder? Ihr habt alle überlebt. Gut, danke schön. So, jetzt kann ich mir erstmal einen Slick holen. Erstmal einen Slick ranholen, ne? Komm mal her, Bruder. So, hol mal dich. Ja, von mir aus. Moment, ich kann hier einfach runterhüpfen. Den töten, genau. Und hier, wenn ich das hier benutze, wo komme ich raus? Ich krieg's einfach zur Sicherheit. Wie geht nochmal? Okay, hier ist Pass auf. Ich habe Pass auf gesucht. Okay, ich tauche da auf. Gut. Dann kann ich jetzt den Slick. So, gut. Den anderen Slick kann ich nicht töten. Der ist mir, glaube ich, auch recht egal. Den muss ich, glaube ich, auch nicht töten, oder? Ja, den kann ich auch nicht töten. Den kann ich auch nicht töten. Das heißt, hier alle Slicks getötet. Ja, jetzt kann ich hier in Frieden sterben. Du hast deinen Beitrag zur Rettung der Mudokons geleistet. Vielen Dank. Und jetzt darfst du sterben. Du Bastard. So. Hüpfen, ouch, sterben, hochspringen. Und dann jetzt die beiden hier retten. Ich glaube aber, der von unten, der schießt, glaube ich, trotzdem, oder? Okay. Okay, bei dem anderen muss ich mich auch noch entschuldigen. Ich glaube, der schießt trotzdem da unten. No, ich bin so dumm. Ich glaube, der schießt trotzdem. Bin mir gerade nicht so sicher. Sorry. Okay. Ah. Okay. Okay, alles cool, alles cool. Das sind die beiden. Ihr sollt schon runterkommen, ne? So, jetzt. Ich glaube, hier gibt es keine mehr, ne? Sind nur die zwei gewesen. Boah! Das war nicht geplant, aber okay. So, jetzt hier einfach rein, ne? Jo. Jetzt bin ich wieder oben. Perfekt. Und jetzt tauche ich wieder bei den anderen Slicks auf. Da muss ich jetzt aufpassen, nicht, dass die mich direkt töten. Ja, okay. Das heißt, ich muss jetzt erst am Hebel ziehen, ne? Ich muss erst am Hebel ziehen. Oh, und die laufen gerade im richtig beschissenen Timing. Die sind richtig getrennt. Jetzt wird, wenn der eine wegläuft, kommt der nächste rein. Oder? Okay, die sehen mich nicht. Hä, wo ist denn der zweite? Wo ist denn der zweite? Ah. You can't see me. I can see you. And you stand here in front of me. Arschloch. Der steht einfach eiskalt und wartet auf mich. Jetzt kommt auf einmal der andere. Doch. Was ist denn hier los? Erst läuft hier nur der eine bescheuert rum. Dann kommt der andere. Doch. Jetzt kommen die auf einmal beide. Ja, das, wie ihr gerade rennt, ist echt gemein. Ihr gebt mir gar keine Möglichkeit, hier wegzukommen. Weißt du was? Ich mache einfach Easy Mode. Einfach durch die Tür. Okay, der Alarm läuft trotzdem. Und was? Jetzt kommt wieder nur einer. Wollt ihr mich eigentlich trollen? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Es kann doch nicht sein. Warte, die müssen sich beruhigen. Wenn die sich beruhigt haben, dann glaube ich, kriege ich es hin. Die haben sich beruhigt. Okay. Kommen beide? Kommt nur einer. Oh mein Gott, der sieht mich hier. Okay, 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 alles unter Kontrolle. Jetzt, die laufen gerade so einen beschissenen Weg, ne? Das ist unglaublich. Ha! Ho! Ausgewichst! Hier, Spasten. Unglaublich. So, jetzt rüberhüpfen.
perfekt. So, jetzt kann ich dich einfach retten und davon gehen. Oh, das war ein falsches. Wieso ist das letztes Mal nicht passiert? Könnt ihr mir das erklären? Wieso ist das letztes Mal nicht passiert? Wieso ist das letztes Mal nicht passiert? Ich habe die ganze Scheiße nochmal machen müssen wegen einem Bug? Was ein Arschloch-Move vom Spiel. Merkt ihr gerade, was ich hier für ein Problem habe? Nämlich, als ich letztes Mal den Mudokon gerettet hatte, gingen oben die Blitzschranken, die Lichtschranken nicht weg. Und ich konnte den Hebel oben nicht betätigen, ich konnte nicht in den Secret gehen. Deshalb dachte ich mir, hey, dann muss ich wohl wahrscheinlich erst da hochgehen, im Schatten da hochklettern. Und dann alles dort erledigen und dann nochmal runterkommen und die dann töten, so wie ich das jetzt beim zweiten Mal gemacht habe. Und es war einfach nur ein Bug. Dass ich das so gemacht habe, basierte auf einem verschissenen Bug. Ey, dieses Spiel, ne? Es will mich jetzt richtig fertig machen noch zum Ende, oder? Kann das sein? Der ist ein Drecksköter. Oh mein Gott, das hat gerade so einen komischen Grafikbug gehabt. Ich habe Angst, dass jetzt das Spiel abstürzt. Ho! Ho! Er wird wach! Ich renne einfach durch. Ja, der Hund wird natürlich nicht erwischt, Leute. Das ist das Secret. Das ist das einzige Secret, wo ich gerade reingelaufen bin. Das ist das einzige Secret, was ich nicht geschafft habe, nicht gefunden habe, als ich die 100% im Stream durchgespielt habe. Das war der einzige Secret, den ich nicht geschafft habe. Ich habe den übersehen. Bauen wir hier. Mal Köttelkacke. Köttelkacke hier. Geh mal dahin. Wie er nicht getroffen wird. Alter, dieser Pisser. Wie er nicht getroffen wird. Es kann doch nicht sein, was sie für Glück hat. Ich komme gerade nicht auf mein Leben klar. Jetzt. Perfekt. Was ein Drecksköter. So. Der Köder ist weg. Und ich bin frei. So, und genau dieses Secret. Dieses Secret werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen. Weil genau dieses eine Secret habe ich damals vergessen. Und musste das ganze Vorstandsbüro nochmal neu machen. Und ganz Boneworks nochmal neu machen. Für die 100%. Nur wegen diesem einen verschissenen Secret. Wegen diesen 5 Mudokons. Ja. Das muss ich damals... Oh mein Gott. Da, wegen das musste ich damals dann komplett Vorstandsbüro neu machen, komplett Boneworks nochmal neu machen. Das war echt uncool. Das war echt uncool. Deshalb werde ich dieses Secret niemals in meinem Leben mehr vergessen. So, dankeschön. Niemals werde ich dieses Secret vergessen. Das bleibt für immer in meinem Gedächtnis. Immer eingebrannt, eingeschweißt. Seht ihr das, wenn ihr genau mir auf die Stirn guckt? Ihr geht jetzt ganz nah an den Bildschirm ran. Geht ganz nah an den Bildschirm ran und dann guckt in die Cam. Oben, links in der Ecke und guckt auf meine Stirn. Seht ihr dieses Secret da stehen? Ihr seht es, ne? Natürlich seht ihr es. So. Keine Rückkehr. Ja gut. Fico Essen Extrahierer. Zweimal Essen zum Preis von einer Mahlzeit. Punkt, Punkt, Punkt. Lecker. Ausrufezeichen. Gut. Gut, dass wir das jetzt wissen. Okay. Ich sehe... Wenn ich an dem Hebel ziehe, werde ich wahrscheinlich unten auftauchen. Genau vor dem Köter. Kann das sein? Ja, das kann wirklich sein. Okay, hier gehe ich wirklich nur hin, um Fleisch zu holen. Hier sonst nichts. Da ist kein hinten kein Secret oder so. Nee, ist kein Secret. Man kommt hier wirklich nur hin wegen Fleisch. Okay, gut. Ich weiß gerade nicht, ob ich an einem Hund vorbeischleichen kann, ohne dass er mich angreift. Ich versuch's einfach mal. Morgen! Okay, er hört mich nicht. Er interessiert sich nicht für mich. Ha, beruhigt euch. Ha, beruhigt euch. So, und wofür... Ich kann ihn einfach so, einfach vorbeischleichen. Wo war das Problem jetzt? I don't know. Oh, eine Lore, Leute. Es gibt wieder eine Lore. Es gibt wieder Loren-Action. Geil. Wo kriegen wir die Lore? Geben Sie mir bitte die Lore jetzt. Oh nein.
Oh nein. Oh nein. Oh nein! Meine Lieblingspassagen. Die Lichtschrankenscheiße. Ja, ich nenne sie die Lichtschrankenscheiße. Wer kennt sie nicht? Oh, quick save. Wer kennt sie nicht? Die Lichtschrankenscheiße. Ja. Allseits bekannt. Da ist meine Lore. Wunderschön. Einsteigen. Brem, 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 brem. Los geht's. Bam, bam, platt, bam. Was schießt du mich an, hä? Bam, bam, alles weg. Was schießt ihr, hä? Was schießt ihr? Oh. Ja, 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 wieder lacht. Dieser dreckige Ape, wie einfach dann dreckig lacht. Tötet, rottet eine ganze Herde von Slicks aus und lacht dann einfach dreckig. Okay, ich sehe schon da oben. Muss ich jeden Hebel einmal berühren. Um das, die ganzen Lichtschranken, die ganzen Stromdinger auszuschalten. Hier kriege ich einen Slick. Ein Slick zu mitnehmen, bitte. Hilfe! 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 Kommt alle rüber. Kommt alle rüber. Ich habe Angst, dass sie mich jetzt töten. Okay, die töten mich nicht. Easy. Dann kann ich jetzt komplett durchrennen. Da rechts war kein Slick mehr, oder? Zur Sicherheit einmal schießen. Okay, kein Slick. So, dann haben wir hier Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. So. Ich habe keine Slicks mehr im Weg. Ich darf diesen Slick einfach vernichten, oder? Darf ich ihn einfach vernichten? Ich glaube schon. Ja. So, welche Tür führt mich jetzt? Nee, 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 nee. Diese Tür will mir wahrscheinlich nur nach oben führen, oder? Ja, die führt mich nur nach oben. Die führt mich nur nach oben. Zur Not, wenn zum Beispiel, sag ich mal, jetzt alle Slicks gestorben sind. Wenn man jetzt einen Fehler gemacht hat und alle Slicks getötet hat. Damit man immer noch selbst hochgehen kann und die ganzen Schalter selbst betätigen kann, ne? Deshalb. Oh nein. Ich sehe schon. Jetzt kommt ein Fluchtpart. Geil. Ich freue mich. Okay, den ersten Abschnitt schon mal ohne zu fliehen geschafft. Ohne großartig zu fliehen. Ha, hu, ha, hi. Okay, den zweiten Part auch geschafft. Ha, hi, ha. Er hat mich gar nicht gesehen. Ich bin einfach wie der Blitz an ihm. Zack, 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 zack. Vorbeigekommen. Er hat mich gar nicht gesehen. Er hat mich gerochen. Aber er hat mich nicht gesehen. Okay, ich habe den Brunnen aktiviert. Okay, okay. 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 Ich glaube, hier war etwas. Ich glaube, hier war etwas, was sich nicht lohnt. Ich glaube, hier ganz links durchgehen, ich glaube, hat sich nicht gelohnt. Irgendwas war hier. Irgendwas war hier, das mir sagt, dass hier komplett links durchlaufen sich nicht lohnt. Ich glaube, ganz links durchlaufen wird mich nur zum Fleisch bringen, obwohl ich gerade schon Fleisch habe. Aber ich bin mir nicht sicher. Deshalb gehe ich einfach mal links durch und werde jetzt zeigen, hey, ich weiß, wie es geht, aber ich mache trotzdem diesen dummen Fehler. Das werde ich euch jetzt zeigen. Ja, hier ist einfach nur Fleisch. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe ja schon Fleisch. Und diesen Fleischklops, glaube ich, braucht man gar nicht unbedingt. Da glaube ich, ganz rechts ist gleich ein Slick, ein Slock, an dem man, glaube ich, auch ohne Fleisch vorbeikommt. So, verzieht euch jetzt. Verzieht euch. Haut ab. Und? No! Niemals werdet ihr mich kriegen. So, nämlich. Da, glaube ich, ganz rechts ist gleich eine Tür. Moment. Hier war. Genau. Ganz rechts ist, glaube ich, gleich eine Tür. Und da steht ein Slock vor. Ich meine, so war das irgendwie. Okay, mehrere Slocks. Ich kann auch einfach. Quick save. Oh mein Gott. Ich war zu langsam. Too slow. Moment, ich kann doch auch einfach den hier machen. Okay, doch nicht. Ha! Noobs. Und Bügel 6. Ja, das habe ich in der letzten Episode angesprochen, dass hier sowas kommen wird. Mit diesem rausgesuchten Zeug. Nur halt etwas in
intensiver. Das meinte ich. Und hier jetzt kommt so ein ganz großes Areal, wo alles so komplett rausgezoomt ist und komplett riesig und groß und gigantisch. Aber ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Episode. Wir machen dann hier Schluss und Knochen gleich Brühe. Das ist ja nett. Wir machen hier Schluss. Ich gucke mir nochmal diese Tafel hier an. Sie sagt uns: Es ist verboten, sich durch das Entführen von treuen Mitarbeitern des Boneworks die uralten Mudokon-Kräfte des Shriekuls anzueignen. Zuwiderhandelnde werden vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Herzlichst, Direktor Flag. Das ist ja nett. In den Vorstand. Ja, hier kriegen wir nochmal Shriekul-Power gleich. Aber wie wir sie bekommen und wofür wir sie genau brauchen werden, werden wir in der nächsten Episode sehen von Apes Exodus. Also, schaltet ein, seid dabei und freut euch. Ja, wir sehen uns in der nächsten Episode von Apes Exodus. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag und bleibt sauber. Ha! Hi! Ho! Ha! Es wird immer männlicher. Immer männlicher.